Willkommen zurück zu Orcs Must Die Unchained mit mir, Petrus von Critty, und wir spielen nochmal Midnight, weil ich nicht so ganz sicher war, ob ich sie am Anfang wirklich einfach nicht verstanden habe oder ob ich vielleicht doch was machen muss. Ein paar Sachen wurden bei ihr ja geändert, sie wurde ein wenig genervt, aber in jedem Fall sollte sie immer noch eine ganz gute Option sein. So, so, so. Checken wir gerade mal. Ob wir hier irgendwas Sinnvolles tun können. Weiß ich nicht so genau. Ich mache keinen Schaden mehr mit meiner Falle. So viel ist klar. Legen wir das hier direkt mal wieder aus. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich sollte in der Verteidigung bleiben. Ich glaube, ich bleibe in der Verteidigung. Na, drei Verteidiger ist nicht gut. Zwei Verteidiger ist gut, drei im Angriff. Ist hervorragend. Was ist denn mein Passiv? Was mache ich denn hier? Okay, ich bin etwas schneller. Oh, oh, oh. Geh weg von mir! Au, au, au. Okay. Schluss jetzt. Ich gehe regen. Kurz Punkte investieren. Nein, kann ich nicht. Gehe ich einfach nur regen. Und Kreaturen austauschen, das schaffen wir noch. Zwei Killer plus ein Tank ist bitter. Das ist eine bittere Pille für die Verteidigung. Ganz klare Sache. Okay, ich bin ein bisschen langsam, aber wenn ich über die Fallen schleiche, bevor die Kreaturen drauflaufe, ist das ganz gut. Ich dachte, ich löse die aus, aber in Wirklichkeit deaktiviere ich die. Das kommt mir entgegen. Deaktivieren wir den Shit mal. Aua. Oh shit. Der ist ja voll. Warum ist der voll? Warum ist der denn voll? Warum hat der denn volle Leben? Was ist denn das? Der war doch halb tot. Was zur Hölle? Okay, das erschließt sich mir jetzt gar nicht. Wow. Ich wurde vom Prospector gekillt. Ein bisschen schade, dass man nicht mehr schleichen kann, wenn man im Kampf war. Aber gut, wir akzeptieren, dass sie geschlagen worden sind. Diesmal hat er keine Chance. Diesmal gehe ich nicht so blind da drauf. Diesmal warte ich auf Hogarth und Blackpaw. Die dürfen vorgehen. Ich ziehe dann nur durch. Oh shit. Ah!
Okay, der Grund, weshalb ich gerade wieder verreckt bin, war, weil der scheiß Defender die ganze Zeit mich angreift. Und der haut mich dreimal, dann bin ich fast tot. Dann dreht sich ein Held um und schlachtet mich halt. Abgesehen davon sind sie gerade zu viert in der Verteidigung. Was nicht gut für sie ist. Weil wir jetzt mehr Punkte für den Angriff bekommen als sie. So funktioniert der Shit hier. Wir haben mehr Punkte generiert. Ich gehe mal Fallen setzen. Okay, unser Prospector will nicht in Angriff. Dann gehe ich wieder zurück. Ich stelle mich aber nicht besonders gut an. Ich habe keinen einzigen Kill, während alle anderen schon Kills haben und ich bin nur zweimal gestorben. Ich versage. Ich glaube, Midnight ist mir einfach grundsätzlich zu squishy. Ich bin nicht gut mit solchen Helden. Ah, oh, geht das wieder los? Kann ich aus dem Kampf raus, bitte? Jawohl. Kann ich. Und dann checke ich gerade mal hier rein. Ob ich da irgendwas machen kann. Au, 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 au! Oh Gott! Hogarth beinahe erwischt. Hat sich nicht gelohnt. War eine scheiß Idee. Aber wir haben einen Kill geholt. Wir haben einen Kill geholt. Wer hätte das gedacht? Solche Helden sind nichts für mich, okay? Wir müssen das, glaube ich, ich muss das endlich mal einsehen, eingestehen. Es ist halt einfach so. Es lohnt sich nicht, dass ich sowas spiele. No. No. Here we go. Let's go. So. Und hart pushen wir den Kram mal. Ah, oh. Lass mich aus dem Kampf. Go faster. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Keine gute Idee.
Keine gute Idee. Ich treffe sehr schlechte Entscheidungen mit solchen Helden. Sehr schlechte Entscheidungen. Das ist so ein bisschen wie betrunken sein, nur schlimmer. So, wir haben mächtig viele Punkte. Die stecken wir in Gelb rein und bauen mal neue Fallen. Die Angriffswelle erreichen wir eh nicht mehr rechtzeitig. Also gehen wir ein bisschen verteidigen. Schauen wir mal, ob wir da noch was machen können. Ob hier irgendeiner mit wenig Leben davon eiert. Ja. That's right, bitches. That's how we do. Ich sollte jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie der übertriebene Hammer-Move gewesen, weil ich wirklich schlecht bin. Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe einen Kill hinter den feindlichen Linien gemacht. Niemand hat es mitbekommen. Und da war ich schon wieder weg. Müssen wir mir doch auch mal zugute halten, oder? Dass das funktioniert hat. Ist doch toll. So, dann checken wir mal hier drüben rein. Bei unseren Verteidigern, ob wir da vielleicht jemanden absahnen können. Irgendwas, was gleich versuchen wird, den Rückzug anzutreten. Na komm schon! Na ja, gut. Renn halt weg, du kleiner Feigling! Ist halt so. Pushen wir mal das Camp hier. Fast. Beinahe offen. Was haben wir denn hier noch? Feines. Die haben jetzt ein Level 4 Warcamp und wir nicht. Ah doch. Okay. Hab nur nicht genug, um zu investieren. Kriegen wir hier vorne noch so ein Ding rein? Irgendwie? Nee, das ist zu hoch. Das trifft nichts hinten vielleicht. Erstmal Karte setzen. Hier oben kriegen wir noch so ein Ding hin. Wunderschön. Und noch so ein paar von den Teilen. Und hier stellen wir noch ein Ablenkungsteilibums. Und dann schieben wir hier bei Hogarth mit durch.
Oder eher da drüben mit Blackpaw. Zwei auf der Vierer-Lane ist vielleicht besser. Aber das ist mal ein etwas intensiveres Match. Oh oh. Wow! Wow! Okay! Boah, Kinder, ehrlich, ich brauche einfach mal so eine Übersicht darüber, woran man gestorben ist. Ich will die Schadenszusammensetzung haben. Ich brauche das. Kann doch überhaupt nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Ja. So, checken wir mal gelb. Wo ist Ivy? Aua. 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 Achso, unser Blackpaw ist bei denen oben. Alles klar, ich habe das gerade überhaupt nicht gesehen. Ich habe mich gerade gefragt, was? Warum hilft der denn nicht? Was ist denn los bei ihm? Oh, es gibt Kill Details. Gerade beschwere ich mich noch darüber. Werden nur einfach nicht automatisch angezeigt. Das ist das Problem. Was war das? Habt ihr das auch gesehen? Es war so eine komische weiße Partikelwelle, die da angeflogen kam. Und bam, fast tot. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Oh mein Gott. Was kam da gerade angeflogen? Ich will das wissen. Ich muss es wissen. Und warum kann ich das nicht setzen? Weil ich nicht mehr genug Punkte habe. So schaut's aus. Okay. Versuchen wir mal 4 zu pushen. Was war das? Was war das? Was passiert da manchmal? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was das manchmal auslöst. Was trifft mich denn da, damit das funktioniert? Nein! Oh Gott. Alter! Alter! Wow! Alter, 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 Alter. Was geht denn da ab? Leute, was geht denn da ab? Was sollten wir theoretisch immer noch gewinnen können? Alter, Alter, Alter. Boah. Die Helden sind nichts für mich. Diese squishigen kleinen Helden. Nix für mich, Mann. Nix für mich.
Finger weg, Peterbus! Finger weg! Lass die dummen kleinen Mini-Squishy-Helden den Leuten, die irgendwie komplett aggro sind bei sowas. Mach das! Versuch's erst gar nicht anders. Versuch's erst gar nicht anders. Kann alles nicht funktionieren. Kleiner Peterbus. Ja, okay. Aber gerade sind sie hart in die Defensive gezwungen, zumindest. Das ist doch schon mal was. Haben wir irgendwas durchbekommen? Einen, ja. Ist nicht genug. Da laufen noch ein paar. Ah, der Prospector macht uns Probleme. Glaube ich. Ja. Ich bin nicht der schlechteste Spieler auf dem Feld. Stinker ist noch schlechter als ich. Ist gut. Gut zu wissen. Oh! Okay, sobald ich irgendwas an Schaden bekomme, ist es vorbei mit dem Unsichtbaren. Ich würde gerne aus dem Kampf raus. Danke. Was natürlich gegen diese Wandfallen und so extrem unglücklich ist. Oh oh. Nein! Warum bin ich denn jetzt hier festgewurzelt? Oh oh, oh oh! Oh wow! Komm schon, das war jetzt der Win, oder? Da sind doch ganz viele Kreaturen! Jawohl. 5, 8, 7, holy shit, war das schlecht. Holy shit, war das schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Aber wir haben ein Level Up, das heißt, wir haben ein Cardpack, das schauen wir uns noch gemeinsam an. Oh Gott. Oh, ups, falsche. Was ist denn das hier? Komm schon. Funktionier, du Pappnase. Oh, das nervt mich. Mit diesen Scheißspielen, die so eine Lobby haben, so eine komische vorgeschaltete Software. Ich krieg's nicht ins Bild, also lassen wir es hierbei. Schade, ich würde euch sehr gerne zeigen. Ich mache die Karten jetzt trotzdem auf. Ihr seht's nicht, was mich ankotzt. Bis zum geht nicht mehr, aber es ist halt, wie es ist. Ich sag euch zumindest noch was Spannendes dabei ist, okay? Machen wir es ganz fix. Es war nichts Spannendes dabei. Wir haben nur eine Glyphe geringeres Lebens bekommen, eine Glory Seeker Balliste, die sich speziell auf Helden zieht, und der Rest ist Schrischraschrott. Also vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es gefallen hat, Like da lassen, mir was zu sagen, ja, kommentieren. Wer es nicht getan hat, abonnieren. Wir spielen weiter beim nächsten Mal. Diesmal nicht mehr mit. Nicht mehr mit Midnight. Midnight ist raus für mich aus der Rotation. Macht's gut.